Endlich mal wieder neues Gehäuse. Das wurde langsam auch Zeit, denn Gehäuseentzug ist ein ernsthaftes Problem. Dem habe ich heute mal entgegengewirkt und zwar mit dem Kollegen hier. Das ist das Hite Y40 oder wie man hierzulande auch sagt, das Y40. Dieses Gehäuse ist im Grunde der, naja, Nachfolger kann man vielleicht nicht unbedingt sagen, aber das zweite Modell nach dem Y60. Das ist dieses, was liebevoll als Aquariumgehäuse bezeichnet wurde, mit der schrägen Glasfront vorne. Und jetzt haben sich die Leute bei Hite einfach mal gedacht, machen wir das doch mal in einem normaleren Formfaktor und gucken, ob das auch klappt. So, offensichtlich hat es geklappt, denn diese Gehäuse kann man jetzt kaufen. Und das gucke ich mir heute jetzt mal mit euch zusammen an und schraubt da vermutlich auch ein bisschen Hardware rein. Und dann werden wir sehen, ob das was ist oder halt nicht. Was einem als allererstes auffällt, auch hier wieder vorne und an der Seite Glas. Das kennt man inzwischen ja auch schon von mehreren Gehäusen, die so auf dem Markt rumfliegen. Hier ist es so, dass das nahtlos ineinander übergeht. Da haben sich die Leute bei Hite ein bisschen was ausgedacht, dass man hier vorne eben nicht irgendwie so eine Metallstrebe hat, wo die Gläser rangehen, sondern das hier sieht wirklich sehr nahtlos aus, was es halt auch ist, wie gesagt. Und das ist natürlich erstmal ein ganz anderer Look auf seine Hardware. Man kann von vorne reingucken, man kann von der Seite reingucken. Alles tippitoppi. Außen ist die Designsprache von dem letzten, also von dem Y60, übernommen worden. Mit diesen rechtwinkligen Schlitzen und so weiter. Wo dahinter auch die Luftdurchlässe eben platziert wurden. Da gleich noch ein paar andere Anmerkungen zu. Das sieht alles in allem echt gut aus, muss ich sagen. Weil man hat es oben, man hat es hinten, man hat es auch innen auf der Netzteilabdeckung. Und das macht schon was her. Ist halt nicht einfach ein schwarzer Kasten. Nebenbei gesagt, gibt es auch noch mit weißen und roten Akzenten. Das ist eben die komplett schwarze Version. Was haben wir außen noch? Außen haben wir auch die Frontanschlüsse. Zweimal USB-A 3.0, einmal USB-C und ein Kombi-Kopfhörer- und Mikrofonanschluss. Ja, das, so heißt es bestimmt. Da muss ich sagen, wir sind ja heutzutage an dem Punkt angekommen, wo gerade solche Gehäuse ihren Platz auf dem Schreibtisch erstmal redlich verdient haben und es macht auch Sinn, die auf den Schreibtisch zu stellen und nicht auf den Boden. Da finde ich die Anschlüsse unten sinnvoll. Also eigentlich gibt es gar kein Argument mehr, die nach oben zu machen. Oder wo auch immer, bei manchen Gehäusen sind die an den verrücktesten Orten. Das macht schon Sinn, denn wenn das Ding auf dem Tisch steht, habe ich hier gleich die Anschlüsse. Einwandfrei. Was gibt es noch zu sehen? Von der Größe her, Standard MIDI Tower, ATX Motherboards passen rein und alles kleinere natürlich auch. Oben haben wir Platz für 1, 2 oder 320 mm Lüfter und dementsprechend auch Radiatoren, also 120, 240, 360. Für die breiteren Kollegen ist oben leider kein Platz. Dafür aber hier an der Seite, hinten an der Seite, rechte Seite, wenn man vorne drauf guckt, da ist Platz für 240er Lüfter und oder Radiatoren. Und das ist im Grunde auch die Hauptquelle für Frischluft. Weil normalerweise hat man es ja vorne. Vorne ist Glas, nichts Luft. Und deswegen hier an der Seite. Hinten hat man auch nochmal Platz für einen Lüfter, um die Luft rauszupusten. Und wo wir gerade von Lüftern sprechen. Dabei sind zwei Stück. Einer ist hinten schon installiert und der andere ist unter der Netzteilabdeckung. Der soll helfen, mehr Frischluft ins Gehäuse zu bringen. Ja, mag wohl Sinn machen, aber das sind die einzigen Lüfter, die hier drin sind. Und da, wie gesagt, die Hauptfrischluftquelle hier hinten ist, hätte es vielleicht Sinn gemacht, da auch Lüfter anzubauen. Zumindest ein. Das ist nicht der Fall. Bedeutet also im Umkehrschluss, man muss in seinem Budget auf jeden Fall noch einrechnen, dass man sich noch 1, 2, 3, 4 Lüfter dazu kauft. Das treibt den Preis für diese ganze Geschichte natürlich schon mal weiter in die Höhe. Natürlich auch, wenn man sagt, okay, ich kaufe mir vielleicht ein bisschen bessere Lüfter, weil die leiser sind oder weil sie mehr Luft rumwirbeln oder wie auch immer. Ist ja auch egal, selbst wenn der 10 € kostet. Zwei Lüfter, 20 Euro. So, ist schon mal on top. Das finde ich ein bisschen schade. Was ich eben gesagt hatte, mit den Luftdurchlässen in diesem netten Muster, ne, vorne, oben, hinten, links, rechts und so weiter, da ist ein feines Meshgitter eingebaut, was dementsprechend auch als Staubfilter fungiert. Aber wenn man sich die Teile mal anguckt, dann sehen die so aus von innen. Und dieses ganze Gitter hier ist alles Plastik. Ganz ehrlich, mir war das, als ich das bestellt habe, nicht bewusst, dass da so viel Plastik verbaut ist in dem Gehäuse. Ja, man mag es vielleicht argumentieren können mit, man hält die Kosten niedrig, das Gesamtgewicht wird weniger, das wird ein leichteres Gehäuse. Muss ich ehrlich gestehen, ich habe es aus der Packung geholt und dachte, das ist aber leicht, ne? Mit Glas und schieß mich tot und so. Ja klar, wenn überall Plastik ist, ist es leicht.
Aber das finde ich ehrlich gesagt nicht so toll, denn nicht nur oben ist es, auch auf der Rückseite, hier ist zwar das Logo mit eingebaut, aber der ganze Bums hier, das ist alles Plastik. Und das finde ich ein bisschen billig, weil dieses Gehäuse kostet mal eben 170, 180 Euro. Dann plus die Lüfter, die man ja definitiv noch kaufen muss. Und dann ist auch noch alles mit Plastik. Ich persönlich bin da überhaupt kein Fan von, aber mich fragt ja auch keiner. Wie gesagt, grundsätzlich Standard ATX Case. Die Aufteilung ist nur etwas anders als bei den meisten. Nichts Neues mit an der Seite Luft und so weiter. Was aber besonders an diesem Gehäuse ist, was glaube ich auch schon bei dem Y60 so war, ist das, ich habe die Glasscheibe mal eben hier abgemacht, ist dieses Gerät hier. Das hier ist ein Gen 4 PCIe Riser Kabel. Das ist standardmäßig dabei, sieht auch echt schick aus, ist hier auch schön verpackt, auch in Plastik, aber ja meine Güte. Und das ist standardmäßig bei diesen Gehäusen dabei. Denn wenn man eine stinknormale Grafikkarte hat, also keine schmale, kurze, wie auch immer, eine ganz normale, normale Breite, normale Länge Grafikkarte, muss man diese vertikal einbauen. Denn das liegt schlicht und ergreifend daran, da wo man normalerweise seine 7 Expansion Slots hat, dass man nur verkürzte hat. Hier die hochkantigen, die vertikalen, 4 Stück an der Zahl, sehr schön für aktuelle Grafikkarten, die dicker sind als ich. Die sind hier vorne ganz normal lang, sprich man kann jede seiner Grafikkarten da reinpacken, vorausgesetzt es passt mit allen anderen Teilen und den Längenangaben und so weiter und so fort. Aber die hier hinten sind verkürzt. Bedeutet im Umkehrschluss, wenn man da also eine Grafikkarte drin hat, die hochkant steht, dann hat man dahinter, falls man seine anderen PCIe-Slots noch bevölkern möchte mit irgendwelchen LAN-Karten oder mit USB-Erweiterungskarten oder ich weiß nicht was, die dürfen auch nur halb hoch sein. Also Vollbreite gehen da nicht rein. Und das ist, weil man gezwungen wird, die Grafikkarte hochkant einzubauen, natürlich auch ein Kompromiss, den man eingehen muss, wenn man sich dieses Gehäuse anschafft. Da muss man auf jeden Fall drüber nachdenken. Ich sag mal, die meisten Leute haben heutzutage ihre Grafikkarte und sonst nichts in den Slots. Dann geht es natürlich wieder, man muss es aber trotzdem gesagt haben und bedenken. Wo ich mich eben so schön über das Plastik aufgeregt habe. Auch die Netzteilabdeckung im Gehäuse. Es ist zwar stabil und gut verarbeitet, aber es ist Plastik. Und ich möchte das bei so einem Preis wirklich nie akzeptieren. Ja, dann lass es doch ein bisschen schwerer sein. Wie oft trägt man so ein Ding denn bitte rum? Ja, genau. Und ich sag mal, so eine Netzteilabdeckung, das muss ja auch nicht das super dickste, stabilste Material der Welt sein. Aber Metall fühlt sich immer noch ein bisschen wertiger an und sieht auch netter aus, wie ich zumindest finde. Die Netzteilabdeckung hat auch Ausschnitte, wo man seine Kabel durchführen kann. Hier sehr schön für die Grafikkarte, für die Stromkabel für die Grafikkarte. Ist dann hinter der Grafikkarte, vorausgesetzt, ich sag mal, sie geht von der Länge her daran vorbei. Da kann man die Kabel hinter der Grafikkarte schön hochführen. Kabelmanagement wird also noch viel einfacher als sonst. Aber da wir halt kein Metall haben, sondern sehr schön glatte Plastikkanten, ist da auch kein Gummi dran. Wie man das sonst kennt an den Durchlässen, damit die Kabel eben am Metall nicht aufriffeln oder so. Könnte theoretisch bei Kunststoff auch passieren, aber ist natürlich eher unwahrscheinlich. Auf jeden Fall keine Gummiabdeckung, ist kein Riesending. Ich wollte es nur gesagt haben. So, vorne war es das im Großen und Ganzen schon. Das Rad wurde ja nicht neu erfunden, es ist einfach ein neues Computergehäuse. So, hinten. Hier, guck, da. So leicht ist das. Ich meine, ist ja schön für den Rücken, aber irgendwie, mir vermittelt das so ein Gefühl wie, ihr wisst, was ich meine. Hinten haben wir dieses Dingenskirchen, ne? Der typische Platz, wo man eben Festplatten anschrauben könnte. Und auch hier ist es der Fall. Hier kann man bis zu 2,5 Zoll oder eine 3,5 Zoll Festplatte anschrauben. Ja, das kann man da machen. Was ich eben schon sagte mit den Lüftern. Einer, wie gesagt, hinten und einer hier unten. Ja, der bringt sicherlich Frischluft ins Gehäuse rein, was auch schön ist. Aber nichtsdestotrotz hat man ja sein Netzteil hier. Je länger das Netzteil ist, desto weiter hinten sind auch die Kabel, die aus dem Netzteil rauskommen. Bedeutet, man muss also hier unten mit dem Kabelmanagement schon anfangen, damit die Kabel nicht in den Lüfter geraten. Dafür gibt es hier ganz hinten unten so eine Art Kabelkanal, wo man seine Kabel dran festtüteln kann und so weiter und die ein bisschen aus dem Weg räumen kann. Aber ganz ehrlich, ich meine, das ist die Seite, wo ich die Kabel und aus den Augen, aus dem Sinn. Ich muss hier unten mit Kabelmanagement auf jeden Fall schon anfangen, wenn ich diesen Lüfter da unten lasse. Ist eine nette Idee. Ob die jetzt 1000%ig umgesetzt wurde, sei mal dahingestellt. Das klang vielleicht bisher sehr negativ, klang für mich zumindest so, aber es sind einfach Sachen, die mich persönlich stören
oder die mir persönlich nicht so gefallen. Wollen wir es mal so ausdrücken. Nichtsdestotrotz sieht das Gehäuse echt gut aus. Es ist super verarbeitet und es sollte Platz für einiges an Hardware haben. Das werden wir nämlich gleich herausfinden, weil ich da jetzt mal Hardware einbauen werde. Ja, unglaublich. Ein paar Punkte habe ich ja schon angesprochen. Wie gesagt, das mit dem Plastik, was mir nicht so gut gefällt. Das ist kein Dealbreaker, aber mir persönlich gefällt es einfach nicht. Und mein großes Problem ist eben noch, mir gefällt es nicht gerade in dieser Preisklasse. Das ist kein günstiges Gehäuse. Und ja, man hat ein Riser-Kabel, vierte Generation dabei. Okay, das kostet Geld, kann ich verstehen. Und die guten Leute bei Hyde haben gesagt, okay, wir müssen Prioritäten setzen. Wir haben Glas an zwei Seiten, wir haben das Riser-Kabel, weiß ich nicht noch was alles. Da müssen andere Sachen vielleicht auf der Strecke bleiben. Was auch immer die Entscheidungen waren, für mich ist es nicht das Richtige. Deswegen habe ich gedacht, zur Veranschaulichung, die Teile auf jeden Fall mal da, wo sie hin sollen, auch einbauen. Aber das gute Stück wird es nicht. Ja, als ich die Hardware eingebaut habe, ein paar Anmerkungen. Gerade bei vertikalen Grafikkarten ist es ja immer so eine Sache, wie sieht es denn aus mit dem Abstand zur Glasscheibe? Kriegt die Grafikkarte genug Luft oder gehen die Temperaturen durch die Decke? Das ist ja immer so eine Sorge, sag ich mal. Bei der hier, das ist die 3070 Ti von Asus, die Strix. Und die hat fast 5 cm zum Glas, also von Lüfter bis zum Glas, was mehr als ausreichend ist, um die Karte kühlen zu können. Vorausgesetzt natürlich, der Rest des Systems ist ein Otto-Normal-Rechner. Wenn ihr natürlich irgendwelche verrückten Sachen da drin habt oder was, klar kann das immer noch ein bisschen anders sein von der Hitze her, aber ich sag mal, eine CPU, eine Grafikkarte, ein paar vernünftige Lüfter. Mit dieser Karte reicht das völlig. Wenn man natürlich jetzt diese 3-4 Slot dicken Karten, die hier ist, ich weiß nicht, 2,7, 2,8 Slot dick, wenn man natürlich diese richtig, richtig fetten Dinger hat, dann könnte es schon wieder problematischer werden. Aber das Problem ist bekannt und wenn man seine Grafikkarte vertikal haben möchte, dann ist einem das vermutlich auch bewusst. Hier an der Seite habe ich die Fractal Design Celsius Plus S28 eingebaut, also eine 280mm Wasserkühlung. Die passt da locker flockig rein. Oben, wie gesagt, die 320er Lüfter, auch kein Problem. Wasserkühlungen dementsprechend, wie vorhin schon erwähnt. Und bei den Festplatten gab es auch keine großen Überraschungen. Eine weitere Sache, die mir dann noch aufgefallen ist, ist, was ich vorhin auch schon angesprochen hatte, mit dem Netzteil und dem Lüfter, der dahinter installiert ist. In dem Fall hatte ich das Straight Power 11 von Be Quiet, ganz normales ATX-Netzteil. Und ich hatte schon extra einzelgeschliffene Kabel dran, die etwas flexibler sind und so weiter. Aber wie man gesehen hat, ist es doch recht dicht an dem Lüfter dran. Also wenn man den da wirklich behalten möchte, muss man da schon ein bisschen Mühe reinstecken. Das war es im Großen und Ganzen von mir. Und dann würde ich sagen, schönen Dank. Bis dann.